Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Mal schauen, was es jetzt für Cinder gibt. Ich bin mal gespannt. Arch-Nemesis, Bosses, Mimics and Basilisk are enchanted. Oh Gott, das könnte echt ein Problem werden. Calamitous Visions. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Adds additional oppressive enemy enchantments into the pool of enemy. Ja, super. Das ist auch eine super Sache. Das wird auch überhaupt kein Problem werden, glaube ich. Doom to fail. As your first set of trade choices will be negative modifiers which can't be removed or exchanged. Jetzt geht's hier aber ab. Was haben wir hier? Pestilence. Poison hält den Raum länger. Poison macht uns 10% langsamer. Stamina Recovery um 20% reduziert. Ja, ist halt alles doof. Vor allen Dingen, das größte Problem habe ich da, glaube ich, wirklich mit dem Movement Speed. Anstatt mit den anderen Sachen. Also das sehe ich jetzt nicht so als problematisch. Aber hier die anderen drei Sachen. Die werden mir diesmal echt das Genick brechen. Ja, dann legen wir direkt los. Das könnte halt echt ein bisschen... Das könnte ein kurzer Run werden. Also das ist... Also Modifier waren bisher alle so, ja... Ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, die werden jetzt auf jeden Fall reinhauen. Gut, Wanderer. Wir finden wieder mehr Events, Shops, Blacksmiths und Tavern Rooms. Ja, ne, ich glaube, dann können wir damit auch starten. Hat ein bisschen mehr Decks am Anfang. Ich bin mal gespannt. Also das, da werde ich jetzt auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, gehe stark davon aus, dass ich Megadeth damit nicht besiegen werde. Ich habe auch so meine Zweifel, dass ich da überhaupt hinkommen werde. So, dann brauchen wir da auch nicht groß drum rumreden. Nehmen wir das direkt mit. Dann hätten wir jetzt Schlüssel. Ich nehme jetzt erstmal hier Decks mit. Hallo? So, und dann kriegen wir nochmal Decks. Dann nehmen wir das auch direkt mit. So, was haben wir denn hier? Also, Inflation, ja super. Bis zu 15% weniger Damage, je nachdem, wie viel Gold wir haben. Jinxed. Ah, das ist halt mit Luck, weil ich weiß nach wie vor nicht so, wie ich einen Luck einschätzen soll, wie wichtig das ist. Was haben wir hier? Oh, das ist natürlich totaler Mist. Das hier ist auch ein bisschen doof und ich brauche ja auch irgendwie was. Ich könnte das jetzt rerollen. Ich nehme mal Inflation. Und ich muss halt darauf achten, dass ich möglichst wenig Gold habe. Wobei, selbst wenn, bei 100 Gold ist das jetzt auch noch nicht so problematisch, wenn wir entsprechende Modifier bekommen. Ich nehme erstmal hier Gold mit. So, Schrein nehme ich nicht mit. Wenn die nicht permanent sind, dann ja, ist mir das auch ziemlich Banane. Shop brauchen wir halt erstmal nicht. Ein Schlüssel, ja, gucken wir hier. Event, was gibt's denn hier? Determination. 10% mehr Damage. Gut, dann können wir das, den negativen Trade damit eigentlich schon recht gut ausgleichen wieder. Und wir machen hier mit Schlüssel weiter. 5% mehr Lebenspunkt. Ich nehme eher sowas hier als Movement Speed Reduktion. Wenn ich jetzt irgendwie plus 20% schon hätte obendrauf, dann wären mir die 5% egal, aber... Diese normalen 100% hätte ich halt gerne. Gut, Helmet ist halt auch so eine Sache. Wäre natürlich ganz gut. Das ist wieder so ein Fixer-Wert. Plus 50.
Weiß ich nicht. Nehmen wir Body Armor, da haben wir noch nichts. Possess Weapon Enchanted. Okay. Ach, oh nein. Ach, das ist ja super. Oh Mann. Und ich hatte letztens noch gesagt, ich mache da jetzt weiter Videos zu, ne? Warum erzähle ich sowas? Verdammt. Gott im Himmel, ja, das könnte halt in nächster Zeit echt problematisch werden. Aber ich werde die alle aktiv lassen, weil um dann weiterzukommen, muss ich eh die 12 dann haben, glaube ich. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dass es so ist. War ja vorher auch so. Egal, wie dumm das dann hier läuft. Oh Gott, ja, das könnte gleich schon vorbei sein. Ich bin ja... Jetzt bin ich halt noch mehr darauf angewiesen, dass ich eine gute Waffe bekomme. Mit solchen Modifiern. Echt, da... Okay, 1,5 Herzen und vergiftet. Bin ja hin und weg. Armor und Fire Orbitals, okay. Das in Kombination nehme ich gerne mit, aber im Prinzip auch nur wegen Armor. Okay. Da war es noch ein halbes Herz. Bomben haben wir. Ich nehme jetzt trotzdem noch mal. Oh Gott, ja, das ist halt hier auch wieder schon super. Okay, also mit 8 Zindern ist das okay, sage ich mal. Aber jetzt mit diesen, die dazu kamen, mit den 12 insgesamt, das ist halt nicht gut. Und ich glaube, war das nicht mal mit diesen Flame oder Fire Orbitals, dass die näher waren, also näher dran. So, Int oder Bombe? Gut, Bombe sind mir halt... Ja. Und ich, Idiot, sag doch, ich mache mehr Videos dazu. Was? Mist. Ja gut, da halt nicht, ne? Da gehen wir halt nicht lang. Bisher war das auch alles so ein bisschen mager. Wooden Chest, ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal gerne schauen, dass wir hier irgendwas... irgendwie noch eine Waffe bekommen, die dann auch mehr Schaden macht. Helix Bow ist jetzt... weiß ich nicht. Range von 100, hat halt auch Poison, macht halt weniger... Also wenn, dann würde ich sagen, ich nehme hier... den Bogen. So, da kriegen wir ein Herz wieder. Vielleicht. Ist noch nicht ganz klar. Ist jetzt auch nicht unbedingt so eine tolle Waffe hier für normale Gegnerräume. Aber gut, ob ich jetzt den Bumerang nehme oder halt den Bogen, das macht, glaube ich, auch keinen. Das macht dann auch keinen Unterschied. Wobei, der Bumerang geht dann halt noch durch die Gegner durch, aber ansonsten ist das auch alles nicht so. Ich nehme jetzt mal Random Potion. Einfach, weil ich die Hoffnung habe. Es könnte irgendwie ein Trank sein mit Heilung. Oder Movement Speed. Ja, okay, ich nehme das erstmal mit. So, Random Consumable. Ich nehme mal Event. Hallo. Yay. Int. Es gab Int. Int, Int, Int. Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Wir haben 2 Schlüssel. Random Dice oder mehr. Ja, komm, ich gebe jetzt mal jetzt Schlüssel dafür aus. Ich brauche auf jeden Fall wieder so ein bisschen mehr Leben. So, Shop. Oder Infusion. Ah, das ist halt auch, ne? Ich nehme jetzt mal Infusion. Gut, im Shop hätte ich vielleicht auch Heilung kriegen können.
Habe ich da ja auch schon mal ein paar Mal in der Vergangenheit gesehen, mal so oft jetzt auch noch nicht. Hälte. Nee, hier, okay, da nehme ich jetzt nicht weniger Schaden, sondern weniger Stamina Recovery. So, Offhand-Item ist mit Bogen natürlich ein bisschen komisch. Was heißt komisch? Das funktioniert halt nicht. Ich würde fast schon direkt sagen, ich hau mir jetzt... Ich brauche das eigentlich noch nicht. Nee, das brauche ich eigentlich noch nicht. Oh Gott. Was ist denn das für ein... Kram? Barrieren in diesem Spiel echt hasse. Ja, das war... Ich sollte mal auf dich schießen. Das ging doch noch ganz gut aus. Was haben wir hier? Throwing Javelin. Range von 200. Also... Trotzdem weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Dafür haben wir aber auch den Schild dann wieder. 296. Ja gut, ne? Also, was das angeht. Ich probiere das einfach mal aus. Reichweite ist halt super. Und die Genauigkeit. Aber ansonsten... So, Glass Cannon. Ja, auf jeden Fall. Nein. Rage? Ja, könnte man direkt schon mitnehmen. Warum nicht? Ich nehme jetzt mal Rage. Ich habe kurz überlegt, okay, machen wir das vielleicht anders, aber nee, das sollte erstmal soweit passen. Gut. Mehr Int. So, Shop. Ist halt die Frage, ja, wir können mal gucken. Was haben wir denn hier? Red Heels. Das war wieder was mit Dash. Dann kriegen wir 10 Decks. Noch so ein Ring. Giftbox ist ein bisschen teurer. Die nicht mal 7 Gold gekostet. Damage over time. Das ist. Ich würde. Nehmen wir eine Giftbox. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch genug. Mehr als genug Bomben. Taverne fällt auf jeden Fall erstmal flach. So, random dice. Ja. Okay, warum nicht? Dieser Bogen gefällt mir nicht, aber die anderen Waffen bisher auch nicht. Bräuchte halt irgendwas. Also eine Waffe, die sich besser für Räume mit vielen Gegnern eignet. Ich formuliere es mal so. Obsidian Dice. Ja, kann man mitnehmen. Gut, und hierfür jetzt nehmen wir natürlich dann Int mit. Wir haben halt so viele Bomben im Moment.
So, noch mehr. Ja, ich nehme mal mehr. Ich nehme jetzt einfach Int mit für Stats. Damit wir schneller Trades bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht eigentlich nicht damit plane, irgendwie mit dem Zauberstab hier rumzufuchteln. So, da können wir noch einen Schlüssel kriegen. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Und diese Fire Orbitals sind halt auch ganz okay jetzt hier am Anfang im Spiel. Minus 10% Gold. Ja, damit kann ich, glaube ich, erstmal ganz gut leben. Boots oder viel Gold. Wir haben noch keine Boots, deswegen nehme ich jetzt erstmal Boots. Und was hast du jetzt hier? Toxic Enchanted. Ja, das klingt auch schon mal super. Ja. Das sieht einfach nur ausweichen und das Gift arbeiten lassen. Ja, so kann man natürlich super für Megadeth dann auch üben. Auf jeden Fall. Das ist gut daran. So, was haben wir hier? Ach, das ist wieder das mit Dashen und Damage. Ja gut, wir haben nichts anderes. Dann machen wir das so. Party Enchanted, ja, das ist auch. Klingt super. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, diese Ads wegmachen ist halt auch nicht so wirklich eine super Idee. Weil die dann in der zweiten Phase sowieso wieder spawnen. So, dann haben wir jetzt auch schon das ganze Inventar voll. Und hier gibt es noch mehr Int. Oder ich nehme jetzt doch mal Gold. Ich nehme jetzt doch mal Gold. Wir werden auf jeden Fall Gold noch gebrauchen können. So ist es ja nicht, ne? Ich muss halt gucken, dass ich am Ende da nicht irgendwie 150 Gold über habe. Oh, da würde ich natürlich schon gerne rein. Kann ich aber nicht mit der Bombe irgendwie wegsprengen. Doch, kann ich sogar. Da war ja was. Relic Crossbow. Das war wieder Silverbolt Mark. Slither Wand. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt so mein Fall. Molotov Cocktail auch eher nicht. Ja, das ist jetzt auch schon wieder... Ja, wieder was mit Reload. Das wäre ganz gut für Räume mit vielen oder mehreren Gegnern. Was den Rest so angeht. Ich schmeiß das hier schon mal raus. Das würde ich jetzt nicht unbedingt... Ja, gut, ich nehme das mal mit. Auch wenn ich von diesen Dingern nicht so begeistert bin. Eine goldene Truhe oder Bomben. Verdammt, das war ja super. Was haben wir denn hier? Melee Damage für 4 Sekunden erhöht. 25% oder Offhand mit Armor. Aber ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ich glaube, ich bleibe dabei. Obwohl, das hier mit mehr Attack Speed
ist halt auch super, um Räume dann zu klären. So, was haben wir jetzt hier? Ich würde auf jeden Fall gern hier einmal hin. Dann haben wir schon wieder Armor. Sieht alles noch sehr konfus aus. Bis hierhin. Single Out ist, glaube ich, also jetzt mit den ganzen Cinder irgendwie keine gute Option. Und die anderen Sachen hier. Ah, doch, Damage. Es ist halt auch schon wieder zu spezialisiert, um es mal so zu formulieren. Static Blows könnte ich halt nehmen, ne? Oder ich guck noch mal. Ich nehme Rampage. Allein um prozentual dann den Schaden hochzubekommen. Und Event. Ach nee. Ja komm. Yay, gewonnen. Super, gab ein bisschen Gold. Also, wir haben noch zwei Schlüssel. Wir werden wahrscheinlich noch... Ich nehme... Normal hätte ich jetzt gesagt, okay, ich spare mir die Schlüssel, aber wir machen das jetzt so. So, Random Dice oder ein bisschen mehr Gold. Wir brauchen halt noch ein bisschen Gold. Ich würde auf jeden Fall das immer nehmen. Hätte das natürlich auch mit Decay und dem Dodge-Schaden nehmen können. Aber ich würde ja nicht Molotov-Cocktail eigentlich auch nicht für Megadeth nehmen, glaube ich. So, Hard-Container. Ja, ja, ja. Meteor Enchanted. Das ist ja auch super. Dinger haben halt echt noch einen riesigen Radius. Da kommt der Blödsinn noch dazu. Ja, ist klar. Okay. Gut. Gut, gut. Das wird noch interessant werden. Naja, passt doch so. Um die 25 Minuten Videos. Jetzt liegen wir wieder richtig. Gut, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.